Bug. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ja, hier komme ich auch nicht mehr raus. Klasse. Muss ich das Ganze nochmal machen. Nur weil der jetzt doof ist, auf dem Fels stehen zu bleiben. Wo sind wir? Ne, wir sind jetzt nicht... Ah, okay. Gerade am Ausgang, das ist dann nicht so schlimm. Hab jetzt gedacht, wir wären nochmal da vor dem Schattenläufer. Da habe ich nämlich das letzte Mal gespeichert. Aber hier war scheinbar ein automatischer Speicherpunkt. So, diesmal springe ich aber nicht wieder auf diese Felsen drauf, um mir die Schiffe anzusehen. Das lasse ich jetzt mal lieber, sonst falle ich wieder da runter. Na super, jetzt muss ich nochmal gegen die doofen Scavenger da kämpfen. Haben wir hier oben vielleicht noch irgendwas? Nö. Da ist nichts mehr, also geht es weiter hier runter. Noch einmal gegen die Scavenger. Ja, diesmal kann ich aber nichts dafür, dass ich jetzt laden musste. Gestorben bin ich nicht. Das war ja jetzt ein Bug. Zweimal gestorben bisher. Ich denke, das war jetzt auch nicht so schlimm. Zweimal sterben innerhalb von... Wie lange habe ich gezockt? Keine Ahnung. Relativ lang schon. Derzeit zweimal zu sterben, das ist auf jeden Fall drin. So. Und damit werden die Viecher besiegt. Gut. So, und wie gesagt, jetzt gehe ich nicht auf die Felsen und schaue mir diese Schiffe an, sondern gehe einfach weiter runter. Und da sind ja jetzt irgendwelche Magier. Hier. Irgendwelche Magier, die hier irgendeinen Müll machen. Marathon, Lehrling, Lehrling, Lehrling. Reden wir also mit ihm. Ein Abenteurer. Genau, was wir brauchen. Was ist denn los? Die Toten sind aus dem Meer gekrochen. Auf diesem geheiligten Boden hier sind wir sicher, aber sie halten uns gefangen. Tote aus dem Meer? Das Unwetter wurde mit dunklen Kräften besudelt. Jetzt nährt es die Toten und kräftigt sie. Was für dunkle Kräfte? Ich vermute, die Quelle des Bösen liegt irgendwo zwischen den Schiffswracks verborgen. Ich kann sie spüren. Lass mich raten. Ihr braucht jemanden, der nach dem Rechten sieht. In der Tat. Das tun wir. Ja, warum machen sie das nicht selbst? Sie sind doch Magier. Warum schaut ihr nicht selbst nach dem Rechten? So ein Haufen Magier hat auch nichts zu befürchten. Einen Versuch haben wir gewagt, mit katastrophalem Ausgang. Meine Begleiter sind nur Lehrlinge. Sie haben mir ihre Kraft für das Ritual geliehen. Jetzt ist sie verbraucht. Was für ein Ritual hast du hier durchgeführt? Wir haben einen Sturm beschworen, der die Schiffe der Myrtaner auf die Felsen geworfen hat. König Esorn hatte recht. Robas Truppen haben versucht, uns einzukesseln. König Esorn? Du bist also aus Setarif? Ich bin Hathorn der Zweite, Hofmagier des Königs. Wusstest du nicht, wen du vor dir hast? Nein, ich bin aus Feshir. Feshir? Ah, die Insel des Bastardprinzen. Hä? Bastardprinzen? Moment. Du bist für das Unwetter verantwortlich? Also sind diese Untoten... Myrtanische Ritter, Paladine und Soldaten, ja. Na super. Wie steht es um Setarif? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sobald Robars Truppen von unserem Vorposten gesichtet wurden, hat mich mein König an die Südküste geschickt. Eine weise Entscheidung. Meinst du, Setarif wird Robars Heer trotzen können? Ja. Wie hast du meine Heimat genannt? Die Insel des Bastardprinzen. Nimm's dir nicht zu Herzen. Es ist eine alte Geschichte. Wer ist der Bastardprinz? Der erste König von Setarif hatte viele Söhne. Unter ihnen einen Bastard namens Melgan. Er war mit seinem Los nicht zufrieden und hat versucht, die Macht an sich zu reißen. Zur Strafe haben ihn seine Brüder auf eine einsame Insel verbannt, wo er bis zu seinem Tod ein kärgliches Dasein gefristet hat. Da hat mir der Dorfälteste aber eine andere Geschichte erzählt. Das wundert mich nicht. Melgans Nachfahren werden die Geschichte ganz anders überliefert haben als die Nachfahren seiner Brüder. Ich schaue mich mal am Strand um. Das wäre ein Segen, Fremder. Wenn du etwas Verdächtiges findest, bring es zu uns. Vielleicht können wir es reinigen und den unheiligen Zauber brechen.
Gut. Dann gucken wir mal nach den ganzen untoten Skeletten, Paladinen, Ritter und was sonst noch alles gibt hier. Wo sind sie denn? Sehe ich schon? Ja, da vorne liegen doch schon welche. Und hier sind wieder so komische Schildkröten, die aufstehen können. Ah, deswegen liegen auch die ganzen Schiffe hier auf Grund, weil die den doofen Zauber da gemacht haben. Aber scheint ja was gebracht zu haben. Der Magier war ja total begeistert. So. Und hier liegt auch schon der erste. Ach, das ist ein toter Lehrling, okay. Ah, das hier sind alles tote Lehrlinge. Hier sind die Paladine. Und toter Paladin, genau. So. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. So, Paladine sollten ja schon was drauf haben. Oh ja, die machen auch ganz schön Schaden hier. Die hauen hier ordentlich rein. Und ich kann irgendwie kaum angreifen. Wieso das denn? Machen wir hier mal einmal Almas Beste. Und der ist K.O. Na super, ich komme nicht ins Wasser. Ah, da muss ich den eben da rauslocken. Du musst ganz rauskommen, Kumpel. Aus dem Wasser, sonst kann ich dich nicht platt machen. Ich esse dann derzeit noch ein bisschen Schinken. Bis der aufgebraucht ist, gerade so weit. Es war ja nicht mehr so viel. Muss auch sagen, dieses Almas Beste, das sieht ziemlich cool aus hier, diese Rüstung, die man dann bekommt. Diese kleine, grüne. Jetzt geht er wieder ins Wasser rein, der Idiot. Bleibst draußen. Oder ich muss ihn mit Feuerbällen abfackeln. So, jetzt steht er draußen, jetzt geht er wieder rein. Wie soll ich den denn besiegen, bitte? Wenn der im Wasser drin steht. Ich komme ja gar nicht ins Wasser rein. Super Sache. So. Dann machen wir das eben so. Muss ich eben noch ein paar Mana-Tränke verbrauchen. Ja, super. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Dann hole ich eben meinen Bogen. So. Also das war jetzt ein bisschen bescheuert. Als Nahkämpfer hier gegen jemanden zu kämpfen, der im Wasser liegt. Das ist dann schon ein bisschen doof. Da würde ich lieber schwimmen können. Okay, da sind ziemlich viele Lehrlinge gestorben. Sehr viele Lehrlinge sind hier gestorben. Und da sind auch schon gleich die nächsten. Die kommen aber zum Glück aus dem Wasser raus. Sogar die Bogenschützen dahin kommen. Auf die gehe ich jetzt auch mal direkt. Damit die nicht auf einmal wieder auf die Idee kommt, ins Wasser reinzugehen. Mache ich die jetzt mal platt hier. Stirb. So. Dann geht's jetzt noch gegen diese beiden toten Paladine hier. Ah, jetzt macht er seinen Special Move hier. Ja, der eine ist tot, der andere hat noch fast das komplette Leben, aber der ist jetzt auch tot. Konnte meine Schläge nicht mehr blocken. Gute Sache. Was war das? Was ist das jetzt? Komisch. Naja. So, das war ja auch jetzt schon der komplette Strand. Hier ist ja nichts mehr. Komisch. Da geht's ja nicht mehr weiter. Hier liegen ja jetzt nur noch ein paar kaputte Schiffe. Das heißt, ich muss hier hoch und da sind direkt ein paar...